Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich meinen Kokomi bzw. meinen Cremi gerne entwickeln würde. Könnte ich auch, aber Kokomi ist ein sehr besonderes Pokémon. Es hat nämlich mehrere Entwicklungsformen und ich will ein bestimmtes haben. Das hier meine ich, Cremi. Und das bestimmte kann ich jetzt noch nicht bekommen. Dafür brauche ich nämlich so ein bestimmtes Zucker-Item, das man in solchen Läden bekommt. Wir haben bisher nur hier eins in Engine City und hier in Claw City gesehen. Deshalb muss ich, und das kann man nur einmal pro Tag gegen den Typen kämpfen, und deshalb habe ich auch ein wenig bei dem trainiert. Ja, man sieht auch die Level, die sind nämlich anders. Zwardock wollte so eine komische Schutztauschattacke lernen, keine Ahnung. Nur, dass du Bescheid wisst. So, ich habe mir auch überlegt, vielleicht meine Haare hier in-game nochmal ein wenig zu ändern, aber ich bin eigentlich mit denen ganz zufrieden. So, ich wüsste nicht, warum ich sie ändern sollte. Hier gibt es irgendwas. Hallo? Gibt es irgendwas? Sprühte Superschutz, ah, cool. Also wir werden heute wahrscheinlich nur die Stadt erkunden. Angeblich liegt das Stadion von Claw City genau in der Mitte der Galar-Region. Kann sein, kann gut sein. Weißt du, was EF, EM mit ihren Schallwellen machen? Obst suchen, sie lieben Obst. Achso, FM. Ich kann den Namen nicht. FM. Das ist so ein... FF. Das ist so ein seltsamer Name. Ich glaube, die Weiterentwicklung heißt irgendwie Uhafnir oder so. Und dann auch richtig komisch geschrieben. Ich weiß nicht, wer drauf gekommen ist. Was ist so, dass Martin, Kanto und Alola ganz anders aussehen als hier in Gala? So irgendwas nennt man Regionalform. Ja, das weiß ich. Es gibt so viele Leute, die ein Replikat von Deleons Outfit kaufen. Aber wegen diesem riesigen schweren Mantel kann es letztendlich niemand tragen. Oh. Krass, krass. So, wir werden gleich nochmal nach rechts gehen. Oder beziehungsweise, mir fällt gerade auf, dass hier links ist. Dass es hier links viel weiter nach. Oder dass es hier rechts einfach sehr, sehr kurz ist. Deshalb machen wir rechts schneller. Waren wir da schon drin? Ich glaube, wir waren da schon drin, oder? Ich werde es jetzt ignorieren. Ich glaube, da waren wir schon. Ich glaube, hier waren wir auch schon drin, oder? Haben wir mit denen schon geredet? Ich denke mal schon. Es wäre voll toll, wenn es Lunchboxen gäbe, die man im Zug essen kann. Gibt es das bei euch nicht? Ich bin zu klein, um alleine durch die Naturzone laufen zu dürfen. Deshalb fahre ich mit dem Zug. Ob ich schon alleine Zug fahren darf? Na klar, ich bin doch schon groß. Aha. Macht natürlich Sinn. Oh, hier gibt es ganz viele Häuser. Deshalb ist das hier so kurz. Das kann ich euch nämlich zeigen. Hier hinten ist so ein Team Yell-Mitglied, der keinen Bock hat, uns durchzulassen. Und hier gibt es eine Bahn, aber ich habe euch ja schon gesagt, dass ich die Bahn erst später anschaue. Wenn ich erst Champ geworden bin, hole ich mir alle Wunschsterne der Welt und schenke sie dir. Sind Leute, die einen Wunschstern finden, was Besonderes? Naja, geht. Ein Kramor. Glaube ich, hieß das, oder? Das ist die Weiterentwicklung, egal. Scar City ist ein beliebtes Reiseziel für Leute aus der ganzen Welt. Kein Wunder, wenn du mich fragst. Diese Stadt ist wirklich großartig. Okay. Interessant. So, und ich weiß, hier gibt es ein Item. Das haben wir aber letzte Folge genommen, das ist diese Erdbeere, das ist eine der Zucker-Items, die man dann Kokomi geben kann, damit es sich entwickelt. Wie es sich entwickelt, kann ich euch dann noch nicht sagen. Das ist ein wenig Spoiler für mich, denn ich will das gerne noch ein wenig geheim halten. Hier hinten ist was, dachte ich mir schon, ein Sonderbonbon. Nice, nice. Denn Sonderbonbons wären eigentlich ganz gut, weil Primova entwickelt sich ab Level 35 und das würde ich gerne entwickeln wollen. Und Evoli... kommt demnächst raus. Wahrscheinlich nach der 5. Arena oder so. Ich habe gehört, dass die Pokémon in der Naturzone allerlei Zeiten in ihren Nestern horten. Es soll sogar Pokémon geben, die TPS, die TPs sammeln. Okay. Okay, interessant. Weißt du was? In Gala sind überall noch viele alte Gebäude von ganz früher übrig. Ja, das sehe ich. Was machst du hier so ganz alleine? Du siehst mir vertrauenswürdig aus. Weißt du, es gibt da jemanden, den ich mag. Oh. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben. Einen Liebesbrief. Würdest du ihn für mich überbringen? Klar doch. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Ich heiße übrigens Paulina. Dann vertraue ich dir mal meinen Brief, Jan, ja? Ein vergibten Brief? Was heißt das denn? Vergibt? Hab ich nie gehört. Diesen Brief hast du von einem Mädchen erhalten, um einem Jungen zu übergeben. Aus irgendeinem Grund sieht er schon etwas älter und vergilbt aus. Okay. Bitte bring ihn zu Frank oder zu Frank in Fair Belly. Fair Belly, hab ich noch nie gehört.
Nenn ihn einfach mal Frank. Richtig deutsch. Okay. Interessant, aber echt süß. Schlaubrille. Ein Item zu tragen, diese dicke Brille versteckt. Ah, Spezialangriffe versteckt das. Ah ja. Das hört sich ja sehr interesting an. Ja, ja, ja. Lass mich durch. So, guten Tag. Jedes Kind weiß, dass Schätze immer von einem Drachen bewacht werden. Deshalb passt es ja auch so gut, dass Roy der Wächter der Schatzkammer ist. Ich weiß sogar jetzt mittlerweile, wer der vierte Rinderleiter ist. Der ist nämlich bei Schwert jemand anders. Das werden wir noch sehen. Ich muss schon sagen, dieser Mann im Pokémon Center ist echt beeindruckend. Er kann Pokémon nicht nur Attacken vergessen lassen, sondern auch bewirken, dass sie sich an die vergessenen Attacken wieder erinnern. Tja, das ging schon seit Gen 1. Das ist faszinierend, wa? Oder? Ging doch schon seit Gen 1, oder? Sei gegrüßt, junge Dame. Darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Klar. Wundervoll, dann fange ich doch gleich an. Wenn während eines Kampfes das Sonne nicht stark ist, dann werden Attacken vom Typ Feuer stärker, Wasserattacken dagegen schwächer. Pokémon können nicht eingefroren werden und bereits gefrorene Pokémon tauen auf. Attacken wie Sonnenstrahlen, die sich diesen Sonnenlichts bedienen, können innerhalb einer Runde eingesetzt werden. Die Wirkung mancher Attacken wird verstärkt, zum Beispiel Synthese und Wachstum. Und die Genauigkeit von Attacken wie Donner und Orkan wirkt. Bitte nimm dies als Dank dafür, dass du mir so geduldig zugehört hast. Danke, Heißbrocken, vielen Dank. Hab aber keinen Feuerbummern. Ja, ich habe keine Feuerattacken, noch nicht. Ich wüsste auch nicht. Ich habe auch gar kein Feuer-Pokémon in der Planung. Dann brauchst du mal einen Satz brauchen. Ein Pokémon, was kein Typ Feuer hat, aber trotzdem Feuerattacken erlernen kann am besten. Ich lebe mit Maiko zusammen und trainiere sie, weil ich sie einfach toll finde. Wir haben aber nichts mit den Flugtaxis am Hut. Kann ich verstehen. Und süße Vögel da. Auf jeden Fall. Für jeden das Seine. So, da wollen wir rein. Aber jetzt nicht. Denn jetzt wollen wir erstmal uns erkunden. Durch diese wunderschöne Stadt hier. Hier geht es nämlich noch ganz, ganz lang weiter. Und die Fenster sehen sehr high quality aus. Achso, mit denen haben wir schon geredet. Das war ja mit den Mauzis so. Eine Brücke und hier ist ein Pokémon Center. Ich war hier am Pokémon Center verabredet, aber mein Date kommt und kommt nicht. Hm, vielleicht sollte ich mal bei den anderen Pokémon Center vorbeischauen? Man kennt's. Wenn man sich mit jemandem verabredet, mit so einem Freund, und man sich irgendwo treffen und dann sagt man, ja, wir treffen uns da bei den Steinen. Und dann ist sie so, ach so, ja, ich weiß, was du meinst, okay. Und dann gibt's aber zwei, drei Orte, wo mehrere Steine sind. Und dann ist sie so, warte, welchen meint er denn jetzt eigentlich? Das ist schon belastend. Bei der Arena-Challenge soll man ja die Stadien in einer gewissen Reihenfolge abklappern. Erst Postback, dann Fairbelly. Tschüss, Chichester, Spikeford und zum Schluss Claw City. Soweit ich weiß. Echt? Ist das die letzte? Schuhe, check. Unmengen Schokolade, check. Ich bin bereit, die Wanderung kann losgehen. Okay. Bei der Arena-Mission von Postback soll einem wohl ganz schön schwindelig werden. Okay. Aber ich finde, Schokolade passt nicht so gut, weil das macht einen durstig und bei einer Erklemmung macht das nicht so viel Sinn. Hier ist ein Muskelband statt physischen Attacken. Ich weiß nicht, welchen Pokémon ich welches Item geben soll. Ich bin nicht so jemand, der Items an Pokémon vergibt. Toxel sind cool, oder? Ich himmle sie richtig an. Wenn du eins dabei hast, würdest du es vielleicht gegen mein Torgebiet tauschen? Du willst... Nein! Das ist mega selten, Toxel. Das verstehe ich. Toxel sind so cool, dass man sich nur schwer von ihnen trennen kann. Ja. Rizos gegen Gastrodon. Was die Typen angeht, ist mein Pokémon im Vorteil, aber ich habe die Weisheit des Alters. Fun Fact, Rizos ist das erste Pokémon, was existierte. Beziehungsweise was erschaffen wurde. Los Gastrodon, platsch, platsch, baff. Wir wissen, glaube ich, jetzt schon, wer gewinnt hier. Ich würde es nur sagen. Das ist die Schatzkammer von Claw City. Ohne Erlaubnis kann ich dich nie einfach durchlassen. Okay, dann nicht. Hallo. Psst, du, kennst du schon das neueste Gerücht? Nein? Was, nicht? Wenn du deinem Schwarm einen Knapfel schenkst, während du ihm oder ihr deine Gefühle gestehst, dann werdet ihr auf ewig zusammenbleiben. Das erzählen sich zumindest die Leute. Und... Naja, es gibt da dieses eine Mädchen, das ich ganz nett finde und so. Aber sie zieht demnächst um, und zwar ins Ausland. Ich dachte, ich rede nochmal mit ihr, bevor sie geht, und gestehe meine Gefühle.
Deshalb suche ich auch schon die ganze Zeit einen Knapfel, finde aber keins. Ich finde auch noch keins. Falls du zufällig einen Knapfel zu viel hast, würdest du es mir dann vielleicht geben? Ja. Ist ja nett von dir, dass du mir helfen willst, aber du scheinst es doch selbst gar keinen Knapfel zu haben. Ja, wenn ich eins habe, dann gebe ich dir bestimmt eins. Und da ist Team Yell, also hier ist das Ende. So, was gibt's denn hier unten? Hi, warum bist du so alleine hier? Nur bestimmte Pokémon können Kombi-Attacken erlernen. Möchtest du, dass ich einem deiner Pokémon eine solche beibringe? Ja klar, gerne. Eine Kombi-Attacke? Ach, das ist für die Starter, die OP-Attacke oder was? In jeder Gen gibt's ja für die Starter eine OP-Attacke. Ja, ist es Wassersäulen. Ein Angriff mit Wassersäulen, mit Feuersäulen kombiniert stärkt die Wirkung in den Regenbogen erscheint. Ja, wow. Aber es ist eine sehr starke Attacke. Besser als Aquawelle. Aber hat dafür nur die Hälfte von den Dingen. Catwind ist so eine Kackattacke eigentlich. Wir machen Tränendrüse weg, würde ich sagen. Wir werden uns ja bald entwickeln. In 3 Leveln oder so. Der Schlüssel zum Erfolg mit Kombi-Attacken liegt darin, ihre verschiedenen Typen gekonnt miteinander zu kombinieren. So, ich habe die Attacke jetzt nur erlernt, weil die stärker ist als meine Aquawelle. Hi, du bist auch nicht... Ja, das sagt das Gleiche. Okay. So, wir haben nur ein Drittel der Folge verwenden können. Deshalb würde ich sagen, machen wir doch mit der Story weiter. Ich meine, was sollen wir sonst machen? Ich denke, das hört sich ganz klug an. Und du musst immer A und B drücken, wenn du Glück hast, dann passiert auch mal was. Habe ich mit euch schon geredet? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Egal, gehen wir durch. Ui, das ist riesengroß hier. Dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energiekraftwerk. Lass uns zusammen einen Blick auf mein Tablet hier werfen. Da stehen alle wichtigen Infos. Okay. Hier ist es einfach in Worten erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Ja, ich kann alles lesen. Ich kann kein Inkognitotisch. Oder wie auch immer die Sprache heißt mit den Inkognitos. Der Turm des Claw-Stadions absorbiert Energie. Diese wird dann im unterirdischen Energiewerk in Strom für die ganze Galar-Region umgewandelt. Eigentlich kann ich schon Inkognitosprache. So, die Hälfte kann ich hier kennen. Wir alle verbrauchen täglich Energie, um unseren Alltag zu bestreiten. Und zwar Energie in den unterschiedlichsten Formen. Elektrizität, Gas, Wasser. Meine Teams arbeiten rund um die Zeit daran, den Bürgern Galas mithilfe der Energie der Wunschsterne das Leben zu erleichtern. Oh, ich würde ja gerne noch ein bisschen weiter plaudern, aber die Pflicht ruft. Ich mach mich besser auf den Weg, bevor ich wieder Ärger mit Olivia bekomme. Ich würde vorschlagen, dass du als nächstes zur Schatzkammer gehst, Maike. Sie liegt in Richtung von Route 6. Ich habe sie schon gefunden. Also hier kommen wir nicht lang. Ich dachte, hier wäre Arena 4, aber anscheinend ist hier Roy der letzte. 7 Orden. Okay, hier ist das Ende von unserer Ordensammlung. Oh, das ist total ein richtiger Gentleman. Was ist der Betrieb? Was ist das für ein Lift? Ja, ich will mit ihr reden. Hä? Kann ich nicht mit ihr reden? Unbefugten ist die Nutzung des Aufzugs in das unterirdische Energiewerk untersagt. Okay. Was war das, der Präsident? Er ist hier geschäftlich unterwegs? Ja. Uniformladen. Ah ja, interessant. Ja, die kriegt man aber alle, glaube ich, freigeschaltet. Oder? Oder wie ist das? Ist das so ein Uniform, dass man dann... Ich glaube, ich ziehe mir sogar eins an. So zum Ausprobieren, was dann passiert. Welches finde ich denn am besten? Ich nehme mal eins. Ganz ehrlich. Ich finde die alle nicht ganz so geil, ehrlich gesagt. Aber irgendeins werde ich dann wohl mal ausprobieren. Oder? Machen wir es beim nächsten Mal. Beim nächsten Shop, würde ich sagen. Jetzt ist erstmal ein wenig irrelevant, glaube ich. Im Supermarkt? Okay, nein, danke. Hey, Balduin! Hey, ich bin's, Balduin! Du hast dein Team ja schön aufgelevelt, da habe ich das genau richtige Ball für dich. Ein Levelball, okay, was ist das für ein Ball? Umso leichter fangen lassen, je niedriger ihr Level im Vergleich zu deinem Team ist. Ah. Ja, okay. Interessant. Olivia kann einem ganz schön Angst machen. Ja, das mag sein. Kannst gerade kein Fahrrad fahren.
Okay. Okay, wir wissen ja alle, wo die Schatzkammer ist. Da werden wir uns dann ganz schnell mit unserem wunderschönen neuen Fahrrad hinbewegen. Man hört schon, wie ich hier richtig am... Ups. Delion, hey! Was machst du denn hier? Na, Michael, wie leid ist so? Wie es aussieht, sammelst du fleißig Orden. Sag mal, weißt du zufällig, was mit Hopp los ist? Als ich ihm gerade begegnet bin, ist er kreidebleich geworden und wollte mir nicht ins Gesicht sehen. Dann hat er sich einfach aus heiterem Himmel entschuldigt, ohne mir zu sagen, für was. Ich dachte mir, du als seine Rivalin weißt vielleicht Bescheid. Nein, sorry, ich weiß auch nicht. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er einen Kampf verloren hat. Kann das sein? Könnte sein, ja. Bitte kümmere dich gut um Hopp. Gerade als Rivalen ist es wichtig, dass ihr euch in solch schwierigen Zeiten zur Seite steht. Ja, das wusste Gary anscheinend nicht. Hoppla, ich muss ja los. Wenn ich zu spät zu meinem Meeting mit Rose komme, kriege ich später mit Olivia richtig Ärger. Und das will man ja nicht. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo es lang geht. Aber ja, wo du schon mal hier bist, rate ich dir, bei meinem großen Rivalen Roy vorbeizuschauen. Er wird die letzte Hürde sein, die du im späteren Verlauf der Arena-Challenge überwinden musst. Du solltest ihn vor der Schatzkammer antreffen, die sich kurz vor Route 6 befindet. Ja, ich weiß. Spam, 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 spam. Oh, man kann klingeln, wenn man den linken Stick reinrückt. Aus dem Weg! Das ist so nervig. Ah, das ist Roy, unser letzter Arenaleiter. Hey, du bist doch einer der beiden Trainer, denen Delion eine Empfehlung geschrieben hat. Und dein Name ist... Moment, ich hab's gleich. Michael, genau, das war's. Wusste ich's doch. Ich hab's aus dem Kopf gewusst. Delion scheint großes Potenzial in dir zu sehen. Dann hast du dir sicher einiges auf dem Kasten. Aber wenn du gegen mich kämpfen willst, brauchst du ja erstmal 7 Orden. Tja. Ich will nur zur Schatzkammer. Ah, du bist also gar nicht wegen mir, sondern wegen der Schatzkammer hier. Ja, gute Idee, ein Blick in die Vergangenheit Galas kann nicht schaden, wenn du mehr über Pokémon wissen willst. Mir gefällt, wie eifrig du bist. Komm mir nach. Okay. Was schätzt ihr eigentlich so Roys Alter? Bei dem weiß man ja wirklich gar nicht so. Da könnte alles sein, gefühlt. Hier, nimm, das ist meine Ligakarte. Oh, danke. Zur Schatzkammer geht es die Treppe rauf. Okay, dankeschön. Kann man hier nicht lang? Nein, anscheinend nicht. Früher war Claw City das Zentrum der Gala-Region. In der Schatzkammer, die sich am Ende der Treppe dort befindet, werden daher seit jeher geschichtsträchtige Artefakte aufbewahrt. Okay. Krass. Kann man nicht mitreden, warum auch immer. Finde ich dumm. Ohne Erlaubnis darf man die Schatzkammer nicht betreten. Ich habe Erlaubnis. Also lass mich durch. Ich habe sogar noch meinen Handschuh an. Ja, ist nicht so wichtig. Speichervorgang. Ui. Naja, nicht schlecht. Sieht nicht schlecht aus, oder was mit ihr? Oh, hier ist ein Item. Das habe ich gesehen. Yes. TM29 Charm. Nichts Besonderes, aber cool, dass ich es gefunden habe. Nice. Ich fühl mich jetzt gut, weil ich es gefunden habe, weil das so ein gutes Secret war. Okay, hier kann man anscheinend später noch hoch, aber jetzt noch nicht. Cool, cool. Na mal rein hier in die gute Stube. Hey, Sanja! Ah, du bist es ja. Schau mal, ist das nicht unglaublich? Auf diesen Wandteppichen hier sind Episoden aus der Geschichte Galas abgebildet. Ui. Hier sieht man zwei Jünglinge, die einen Wunschstern betrachten. Und hier bricht Unheil über das Land herein. Die beiden Jünglinge sehen verzweifelt aus. Hier schauen sie zu einem Schwert und einem Schild auf, die dem Unheil irgendwie Einhalt gebieten. Und dann tragen die beiden plötzlich Kronen. Diese Wandteppiche erzählen, wie das Königreich von Gala gegründet wurde. Aber sag mal, ist dir beim Betrachten der Bilder auf den Wandteppichen irgendwas aufgefallen? Ich dachte, es gab nur einen Helden! Ja, das dachte ich auch. In diesem Hotel in Engine City stand nur eine einzige Heldenstatue. Aber diese Wandteppiche erzählen eindeutig die Geschichte von zwei jungen Helden. Gab es nun einen Helden oder gab es zwei? Und was steckt hinter dieser finsteren Nacht?
Danke für deine Aufmerksamkeit. Du hast mir dabei geholfen, meine Gedanken zu ordnen. Ich werde doch ein bisschen hierbleiben, um die Wandteppiche näher zu untersuchen. Hoffentlich kannst du deine Erfolgsserie bei der Arena-Challenge fortsetzen. Meine Unterstützung ist dir auf jeden Fall sicher. Hier, nimm das. Danke, kann ich gut gebrauchen. Vielen Dank für Beleber. Vielen Dank, die brauche ich sehr. So, wo geht's jetzt weiter? Erkunde die Schatzkammer. Okay. Das ist die Schatzkammer, ne? Oder? Auf diesem Wandteppich sind zwei Jünglinge abgebildet, die einen Wunschstern betrachten. Wie die zwei Jünglinge im Angesicht des Unheils verzweifeln. Die beiden Jünglinge werden Zeuge, wie Schwert und Schild dem Unheil Einhalt gebieten. Und dann werden sie mit Kronen ausgestattet. Ja, ja. Ja, ich verstehe schon. Aber was soll ich denn hier machen? Mit Sanya habe ich schon geredet. Vielleicht meinen die eine andere Schatzkammer? Vielleicht bin ich hier falsch? Weiß er mich? Oder war es das jetzt? Ah, okay. Na, wie haben dir die Wandteppiche mit den Helden Galas gefallen? Heute gibt es in Gala zwar keine Helden mehr, aber Delian kommt dem Ganzen als Champ vielleicht noch am nächsten. Wo wir gerade von ihm reden. Maike, wenn du wirklich vorhast, den Superstar Delian zu schlagen, liegt noch einiges an Arbeit vor dir. Folge daher als nächstes Route 6 nach Passbeck und trainiere unterwegs, was das Zeug hält. Dann machen wir das. Route 6, hat er gesagt, ne? Passbeck. Ja, warte, wo ist denn Passbeck? Karte. Man kann übrigens von der Karte aus fliegen. Mit dem Taxi. Das ist dann einfach nur unten rechts so ein kleines Symbol, wo man dann fliegt. Und das war's. Keine Animation leider. Wir sollen nach links. Nach Passbeck. Da gibt es unsere vierte Arena. Und die hier ist in jeder Edition anders. In unserer Edition Schild haben wir dann nämlich einen Geist-Arena-Leiter. Sonst hätte man ein Schwert, einen Kampf-Arena-Leiter gehabt, glaube ich. Oh, ein Arena-Challenger. Du bist bestimmt nach Passbeck, oder? Wo ich das weiß, da wäre Route 6 nach Passbeck führt. Okay. Ja, dann hau mal ab, ja. Tschu. Auf einmal ist Team Yell weg. Seltsam. Aber was soll's? Auf nach Passbeck. So, da gibt's wahrscheinlich überall nochmal ein paar Federn. Hab ich recht. Jun Jun. Oh, Team Yell will doch nochmal kämpfen. Was für ein süßes Salanger. Sieh dir nur seine niedlichen, nüden Äuglein an. Das Arme. Wir sind deine größten Fans, Salanger. Du kannst dich auf uns verlassen. Wir sorgen dafür, dass du hier feine Haie machen kannst. Komm her. Dürfte ich ja mal eben durch? Ich bin auch ganz leise, damit euer Pokémon nicht aufwacht. Aber ja doch, bitte sehr. Hey, Maike, komm, lass uns zusammen nach Passbeck gehen. Tag, ihr hört zu Team Yell, stimmt's? Wir müssten hier auch nochmal kurz durch. Nix da, hier sind Kinder und Kinder sind bekannt dafür, dass sie immer und überall Lärm machen. Außerdem habt ihr Challenge-Spender, das heißt, ihr seid Arena-Challenger. Tja, Pech gehabt, Arena-Challenger lassen wir erst recht nicht durch. Ihr weckt mit eurem Getrampel am Ende noch unser armes kleines Salanger auf. Das arme kleine Salanger, ey, das tut mir so leid. Das ist nicht deren, oder? Na toll. Die nächste Etappe der Arena-Challenge ist in Passbeck. Das heißt, wir müssen hier unbedingt durch, Maike. Kämpfen wir! Ha, du schreckst vor nichts zurück. Hallo, geht es noch lauter? Wollt ihr Sanga aufwecken, oder was? Genau, deshalb mag ich keine Kinder. Komm, scheuchen wir sie weg. Scheuchen wir sie weg. Tun wir es für Salanga. Ich glaub denen kein Wort. Skunkapu! Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Zuletzt habe ich es als Figur gesehen, weil ich habe das als Figur, das Vieh. Ich mag das Vieh, auch wenn es so ein komisches Gesicht hat. Ich mag das eigentlich. Zwei Pokémon hat er. Ja, da keins mehr. Wasser soll ich mich mal ausprobieren. Ich bin langsamer. Warum bin ich langsamer? Wie viele Levels überhaupt? 31, glaube ich, war da, oder? Wassersäulen. Joni 29. Okay, nice. Das heißt, wir sind alle höher. Primora nicht. Primora muss ich unbedingt leveln eigentlich. Na,
Na, ich wollte eigentlich nicht, aber egal. Ich will die Attacke nämlich nicht verschwenden, weil die ja so wenig AP hat nur. Naja, was soll's. Geradax. Komm, lassen wir mal Primorva kurz in den Kampf. Ich will nämlich unbedingt, dass das sich schnell entwickelt. Denn dann ist es wirklich gut zu gebrauchen. Als Primorva selbst ist es nicht gut zu gebrauchen, aber die Weiterentwicklungen sind richtig OP. Vor allem die letzte. Wirkungslos. Sehr effektiv, aber... Dann machen wir es mal. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Säuselstimme. Und macht das viel? Es ist effektiv. Ja. Aber es macht nicht viel. Wir werden mal weiter versuchen. Was? Das ist ja... Konnte ich das riechen? Ach Mann, ich hasse Typen. Ich kann das nicht auswendig lernen. Ich bin zu dumm dafür. Lass mir mal kämpfen. Ja komm, Flagleon, jetzt bist du schon dran. Jetzt mach einfach alles down. So, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Jetzt bin ich auch genervt, ne? Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Wassersäulen. Doch, jetzt darf er natürlich anfangen. Natürlich. Angriff sinkt. Ist mir doch egal. Ich mach dich trotzdem One-Hit. Ja. Nicht ganz. Leider. Aber jetzt. Weg mit dir. Vielleicht entwickelt sich schon unser Flagleon sogar schon in der nächsten Folge. Das kann gut sein. Evoli Level Up und Flagleon sogar Level Up. Nice. Flagleon noch zwei Level Ups. Was? Imitator? Warum willst du Imitator erlernen? Nein. Ich will nicht, dass du Imitator lernst. So, gewonnen. Ihr Kinder seid selbst im Kampf ganz schön nervig. Selbst im Kampf seid ihr ganz schön nervig. Die gehört zu, die gehört dir, Michael. Warum kämpfst du nicht mit? Hast du irgendwie jetzt ein Trauma? Hast du Angst zu kämpfen? Jetzt muss ich alles alleine machen. Ich dachte, der Herr kämpft so lange gegen die andere hier, aber... Nee, das muss ich selber machen. Okay. Nervig, aber okay. Dann ist das halt so. So. Du kannst mal aufhören. Wie 10-mal. Wassersäulen! Also, die Attacke ist nicht schlecht. Wenn ich jetzt nochmal Ackerwelle mache, reicht das dann aus? Ich weiß es nicht. Wir sind echt nicht stark. Wir müssen jetzt tatsächlich wieder trainieren. Ich dachte, ich wäre OP. Am Anfang war ich, glaube ich, auch. Aber jetzt bin ich definitiv nicht mehr. Deshalb, ja. Wir trainieren nicht schlecht. Cremi Level 30. Säurepanzer. Was ist das für eine Attacke? Ja, könnten wir ja eigentlich ja machen, ne? Für... Anziehung. Oder... Ja, machen wir mal Anziehung. Weil Säurepanzer, ich habe es nicht geguckt, aber ich glaube, Säurepanzer ist gut für die Stats erhöhen, oder? Mal da die Nervensägen. Was, wenn Salange von diesem ganzen Lärm aufwacht? Da bin ich gar kein Fan von. Komm, zieh mir Leine. Das arme Salange. Sieht nicht aus, als würde schlafen. Lol. Maike, du und Flagleon, ihr seid echt ein Wahnsinns-Team. Ach Mann, ich kann es immer noch nicht fassen, dass Betis mich so fertig gemacht hat. Ich meine, ich weiß ja, dass man nicht jeden Kampf gewinnen kann. Aber mir will einfach nicht aus dem Kopf, wie er am Ende da stand und sagte, dass er am Ende da stand und sagte, dass ich eine Schande für meinen Bruder sei. Wenn mich alle für einen Schwächling halten, färbt das irgendwann auch auf meinen Bruder ab. Ich will auf keinen Fall, dass Delons Ruf nur wegen mir Kratzer bekommt. Er ist schließlich Delon, der Unschlagbare. Ich glaube, ich muss mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, Michael. Bis später. Das macht, glaube ich, Sinn. Oh, so lange hat's aufgewacht. So lange. Okay, alles gut. Alles nochmal gut. Ich meine, du kannst gerne mein Team so eben. Du da, du bist der Trainer mit der Empfehlung von Delon, nicht wahr? Achso, dir hast gesagt. Ich bin Papella. Wenn du mehr über mich wissen willst, dann wirf einen Blick auf meine Ligakarte. Okay. Danke. Irgendwann musst du mir mal zeigen, wie stark du wirklich bist, Kindchen. Nicht heute, aber irgendwann. Ja, heute wird es nämlich nicht. Oh, bin ich langsam. Denn die Folge ist jetzt zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Wertung da. Abo, wie immer.
okay, schönen Tag noch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier bei Route 6. Vielleicht sogar mit einer Entwicklung. Haut rein.